Ja, also herzlich willkommen im Labor Embedded Software. Mein Name ist Thomas Dahl. Ich bin seit dem 01.01. hier Professor an der FH und vor allen Dingen eben für das Fach Embedded Software zuständig. Das mache ich in Wahlmodulen für die Informatiker vor allen Dingen. Und was ich auch mache, ist eben für die Erstsemester gerade das Fach GIP, also Grundlagen der Informatik und höhere Programmiersprache für die Studiengänge MCD und WI. Genau, und wenn Sie mal gucken wollen, also hier, das ist alles noch im Aufbau, gerade durch Corona hat das alles sich ein bisschen verzögert. Wir machen in den Wahlmodulen, gerade für den Informatiker vielleicht interessant, ein bisschen später kommt das ja dann so, arbeiten wir mit so kleinen Fahrrobotern, die gucken wir uns vielleicht gleich nochmal an und auch so ein bisschen mit, ja ich sag mal, so Steuerung von Geräten. Das ist jetzt hier eine CNC-Fräse, die ist größtenteils selbst gebaut, mit denen kann man dann so ein bisschen rumspielen. Und was ich auch gerade aufbaue, ist so ein kleiner Makerspace, das also für Sie Gelegenheit geben soll, an kleinen Projekten selber Sachen zu erarbeiten. Also ein bisschen was 3D-Druck, ein bisschen was Elektronik, ein bisschen was gestalten. Und das ist so die Agenda für die nächsten Zeit. So, das ist ein Fahrroboter, der in einem Wahlmodul, da sollen Sie den aufbauen. Also zunächst gibt es so eine kleine Einführung, wie man sowas programmiert. Und dann ist das im Prinzip relativ einfache Komponenten, also ein Raspberry Pi mit einem Extra-Board, das dann eben die Motoren steuert. Und was Sie da machen sollen später, ist dann so ein paar Sensoren auslesen und dann soll das Ding halt entsprechend so ein paar Aufgaben machen. Also durch die Gegend fahren, Hindernisse erkennen, drumherum kommen. Und das ist eben was Sie dann so zum Beispiel in Embedded Software lernen können. Also was wir hier sehen, ist eben genau ein 3D-Drucker aus diesem Makerspace. Und was der gerade macht, ist, der druckt gerade Gehäuse. Davon gerade drei Stück kann man vielleicht so ein bisschen erkennen. Und das ist für ein Projekt, wo wir so eine Art Lüftungsampel bauen wollen für Schulen. Also dass dann klar ist, gerade in der Corona-Zeit muss man regelmäßig lüften. Und da sind dann Sensoren eingebaut, die dann anzeigen, wie verbraucht die Luft letztendlich ist. Das Ganze läuft über den CO2-Gehalt. Und dann soll entsprechend eine Ampel auf Rot springen, wenn dann eben wieder die nächste Lüftung ansteht. Und das wollen wir halt gerne testen und verteilen, damit eben an Schulen es eben weniger Infektionen kommt und wir eben da eine bessere Durchlüftung auch haben.